Hallöchen, Freunde der Star Renegades. Wir gehen nach rechts. Um die Rüstungsstation hier hinten. Ups, die da gerade ins Nirvana gefallen ist. Aufzusuchen. Okay. Xuxi, mein Schatz. Du schiebst echt nicht viel. Damn. Das war enttäuschend. Okay. Der muss weg. Das machst du. Dann wirst du den Rambok auspacken. Und du, mein Lieber, gehst im Schützenmodus zum Todesschuss über. Ja, komm. Komm auf den da. Schild ist ein bisschen down. Aber nur ein klein bisschen. Du willst uns die ganzen Schilde klauen. Alter. Nee, 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 nee. Ändert der trotzdem sein Ziel? Auch wenn der deckt? Müssen wir mal ausprobieren. Nein, er bleibt bei seinem Ziel. Ungünstig. Dann müssen wir hier mal verteidigen. Du könntest den Schildgeber spielen. Können wir irgendwas rausnehmen? Gar nicht. Wir könnten ihn... Ja, das ist aber egal. Auf wen gehen wir denn dann? Komm, schieben wir den da. Wie viele Schilde kriegen wir denn eigentlich, wenn er hier das macht? 81, ja. Das ist nicht verkehrt, das ist ordentlich. Kann man mal mit dem... Jetzt gehen alle auf sie. Das schiebt nicht wirklich viel. Wir kriegen gar keinen rausgeschoben. Ja, dann nochmal den Rambok. Dann wisst ihr, wir nochmal Schilde draufpacken müssen. So leid es mir tut. Das Gedankenschwert. Ja, mit einem Schnellschuss könnten wir schon mal... Nein, keinen rausnehmen. Mit dem Todesschuss? Auch nicht? Alter, sind wir schwach. Na gut, dann stirbt halt eben der am Ende. Oh! Oh oh! Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist alles... Oh, die gleiche... Zum Glück hat er nur unser Schild fast komplett aufgebraucht. Ah, die sehen sich aber auch ähnlich. So kann man das unterscheiden, das ist schön. Aber anders? Boah, wird schwierig. Du musst rausgeschoben werden, das glaube ich bewerkstelligen wir mit dem Gedankenschwert. Ah, reicht nicht. Na gut. Dann mit dem Schnellschuss, oder können... Ne, wir können ihn sogar töten. Sind eher dran. Dann gibst du hier wieder Schilde drauf. Hm. Du klaust Schilde auch noch mit dazu. Und dann rambocken wir. Ja. Schaut gut aus. Zieht sich ein bisschen. Wir kriegen es hin, aber es zieht sich. Okay, beide gehen wieder auf dich. Da müssen wir eigentlich nicht unbedingt verteidigen. Okay, wir schieben das schon mal ein bisschen. Ah. Schieben wir ihn... raus? Nee.
Wir schieben den einfach weiter nach hinten. Da mit dem Faustschlag. Okay, können wir den rausnehmen. Und du bist in den Schützenmodus. Reicht nicht, dann können wir auch mit dem Todesschuss hantieren. Na komm. Gib ihm. Das bisschen Schildschaden, was da durchgekommen ist, nicht der Rede wert. Reicht das? Jo. Gott sei Dank, das hat sich schon ein bisschen gezogen, ne? Okay, nächster normaler Kampf, bevor wir dabei hingehen. Kühner Schuss. Ja. Aber nee, warte mal. Wir nehmen hier die Schildaura mit. Da sind wir defensiv aber ordentlich aufgestellt. Fürs Erste. Fürs Erste. Vier Dudes! Ja, große Mahlzeit. Aber die gehen alle auf sie. Passt schon. Wir schieben erstmal. Dann gibt's die Schildaura. Den Rambock. Nee, reicht nicht. Wir können nichts rausschieben. Dann gib ihm mal extra Schaden. Ja, geh nach dem letzten. Ja, da sind die Schilde aber ganz schön knapp. Das heißt, du darfst hier den Schildgab hier vorne gleich am Anfang spielen. Okay. Das können wir tanken. Und das können wir tanken. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt großartig was machen. Wir können trotzdem mal hier einen rausschieben. Wir versuchen, die beide rauszuschieben. Das heißt auch, wir müssen mit dem Schnellschuss hier nach vorne. Ist okay. Oh. Vergessen, dass wir hier vielleicht auch mal... Oh, Schieß. Dass wir da aufs Maul kriegen. Komm, wir versuchen den Schaden rauszuhauen. Schildaura ist immer noch aktiv. Wow. Jeder kriegt ein bisschen was ab. Aber Xurx am meisten. Aufs nächste Nähe tut weh. Und das kriegt er gleich zweimal ab. Dann müssen wir einen auf jeden Fall rausnehmen. Ja, und zwar den. Ah, mit dem Schnellschuss können wir da noch was regeln. Ah, wir könnten einen rausschieben. Okay. Okay, Xurx ist gerettet. Mit dem Faustschlag können wir nur hier vorne reinhauen. Könnten wir hier hinten rein donnern? Ja. Dann wird er eh geschoben? Nein, wird er nicht. Praktisch. Dann schieben wir den auch noch weg. Dann mit dem Gedankenschwert.
Ja, bereiten wir schon mal den Tod hier vor. Gut, dann schieb mal. Oder beziehungsweise töte den da hinten. Laserschlag ist okay. Aus nächster Nähe sollten wir eigentlich verhindern, aber geht eigentlich. Ja. Sollen wir den einfach schieben? Ich glaube schon. Wir könnten ihn auch so schieben. Also den da. So, dann der Faustschlag würde ihn da töten. Oh halt. Und mit dem Schnell reicht nicht. Das ist identisch. Wir versuchen es trotzdem. Nope. Aber das geht sowieso ins Schild. Passt. Tot, 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 tot. Okay. Das lief eigentlich nicht verkehrt. Kann man mal machen. So, die Rüstung. Wem geben wir die denn? Wie viel sind's denn überhaupt? Eternalisten, aha. Drei. Schon ein bisschen mager, ha? Huh? Na komm, gehen wir der Frontkämpferin noch extra dazu. Dann das Lager. Wir haben nicht viel zur Auswahl. Die zwei müssen sich mal hier ein bisschen näher kommen. Har, har. Dann heilen wir hier ein bisschen. Ich denke immer, das ist so eine Foodie-Karte, aber das ist einfach nur ihre Gesprächstherapie. Na, Mist, reicht nicht mehr. Die zwei könnten ja auch vier Herzchen kriegen. Das ist auch so ein bisschen kurios. Ja, komm. Wir sorgen hier für mehr Sympathie. Sagt ihr schon, was ist denn hier los? Aber nee, nee, passt schon. Da hat sich die Rüstung regeneriert. Ah. Mehr Schilde, danke. Schön. Wir könnten jetzt hier nach oben für Geld. Geld, Geld, krasse Truhe oder Geld, normale Truhe. Geld. Wird hier irgendwas gesperrt? Ja, hier, die Truhe wird gesperrt. Dann kommen wir auch hier fast nicht mehr rüber. Ich würde sagen, wir gehen auf die linke Seite jetzt auf einmal. Ja, wobei. Lass mal kurz gucken. Wir bräuchten 1, 2, 3, um hier hinzukommen. Okay, wir kommen auf jeden Fall hier rüber. Und wir können uns noch. Ne, das wird jetzt geschlossen. 1, 2. Und die Credits können wir uns auch noch mitnehmen. Allerdings nicht mehr die Truhe. Ah, ja, komm, wir gehen unten lang. Wobei. 3, dann. Ne, weil die Schildstation geschlossen wird. Also an die Schildstation kommen wir so oder so nicht mehr ran.
Also die können wir ignorieren. Wenn wir so durch die Mitte latschen würden. Ah, na gut. Kommando zurück. Wir gehen zur Kohle. Ja, ist klar. Ja, nö, nicht so ein Dude. Ja, aber sie gehen alle auf dich. Das ist nicht verkehrt. Das nehme ich so. Du machst bitte einmal die Schildaura. Das können wir gleich einen rausnehmen. Ah, ich, nee. Glaub nicht, dass ich das auch möchte. Den Schildgeber. Ja, den hacken. Den hauen wir drauf. Das Gedankenschwert. Ja, wir hauen alle auf ihn. Sind sie alle hier relativ früh am Start. Die schieben. Ein klein bisschen zumindest. Reicht das? Nein. Na gut, dann ändern wir sein... Oh halt, warte, wer ist das denn? Ah. Der Sack deckt ihn. Das ist nicht gut. Ah. Na gut, aber ich schieße auch nur. Hä? Oh. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie versuchen rauszukriegen. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Kriegen wir auch nicht hin. Leute! Also, da gibt's jetzt aufs Maul. Leider. Aber halb so wild eigentlich. Das sah schon eher brutal aus. Okay, der Dude da hinten wird gedeckt. Keine Aktion. Neu. Okay. Niemand macht was. Interessant. Wenn ihr meint, dann sorge ich hier schon mal wieder für Schilde. Faust hier einmal rein. Das Gedankenschwert. Nee, wir nehmen den Gedankenblitz. Und nehmen den Todesschuss. Den kleinen Scheißer? Nee. Die Kackbratze da vorne nervt mich. So, einmal ein bisschen nach hinten, bitte. Ja, passt schon. Die Geißelung tut nicht unbedingt so weh. Nö, passt. Du kannst eigentlich nur den hier angreifen. Schade. Komm, dann arbeiten wir jetzt an dem kleinen Kackvogel hier. Hm. So, und wenn er stirbt, geht das Ding, was er macht, nur auf unsere Schilde. Passt. Passt. Oh, warte. Wir sollten ihn vielleicht so schieben, dass wir ein bisschen krippen.
So viel zu ein bisschen kritten. Und er ist down. Merci. 200 Credits, danke. Wollte ich das denn mitnehmen? Ja, das ist eigentlich eine gute, gute Sache. Wir gehen hier hin. Und dann einmal komplett nach unten. Den kühnen Schuss könnte man auch langsam mitnehmen. Ja. Mal auf Level 4. Sehr schön. Jetzt gucke ich nochmal durch, ob wir irgendwo was gelagert haben. Nee. Alles im Einsatz. So. Dann die nächste Truhe. Oh, das ist ein Leutnant. Centurion. Oder hieß die Centurion? Centurio. Naja, fast. Mega Blast geht. Das tut weh. Okay. Dann nehmen wir das auf uns. Danke. Du könntest ein bisschen schieben. Ja, komm. Warum nicht? So, einmal der Schützenmodus, Todesschuss auf den hinteren. Und das nehmen wir auch gleich sofort als Crit mit. Hat das gekrittet? Oh. Seltsam. Seltsam. Ach, wenn wir nicht kritten. Ja. Wir könnten den rausschieben, aber bringt das was? Komm, wir machen lieber hier vorne irgendwo Schaden rein. Wir aktivieren auch die Schildaura. Oh. Schieben ihn raus. Na gut. Danke fürs Blockieren der tollen Ansicht. Für Mami. Ja, danke auch. Mach das ruhig mal. Okay. Beide auf dich. Das ist okay. Aber wird gedeckt. Gibt's Schilde zurück. Kann ich? Ich komme dann nach hinten, außer ich gehe in den Schützenmodus und dann, ja, treffe ich ihn trotzdem in die Rüstung. Nice. Schöne Rüstung weggekrittet. Wir stehen alle immer noch gut im Saft. Eine Bewegung, wenn wir auf ihn schießen, kriegen wir aufs Maul. Stört mich jetzt nicht so sehr. Alle gehen wieder auf dich. Ist okay. Dann gibt es hier nochmal Schilde. Oh. Das sehe ich gern, dass wir den da töten können. Nice! Oh, er ist immer noch hier am Rumnerven. Aber wir müssen jetzt nichts mehr verteidigen. Nachher kann ich geschoben werden. Ah! Können wir auch einen Himmelsschlag machen. Ah, dann packen wir den Faustschlag auf den Kollegen. Na, wobei, warte mal kurz. Ja doch, kommt, ist ja egal. Kommt aufs Gleiche raus.
Das Gedankenschwert kommt auch hier drauf. Und der Todesschuss. Ja, nehmen wir mal auf die Kackbratze. Nervt sonst nur. Oh, wir haben unsere Schilde komplett verloren. Ungut. Ja, dann klauen wir uns doch mal hier ein bisschen was. Hm. Ja, das... No way. Tötest du den hinten schon? Ja. Oh, Moment. Ja, dann nehmen wir wieder den kleinen Trick hier. Oh, reicht aber nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das jetzt auf Zeit auch stehen. Der Faustschlag. Das ist so gut. Ah, geht nicht. Tötet den auch nicht. Ach du Scheiße. Aber mit dem könnte es klappen. Warte mal, du kannst ihn da rausnehmen. Hm. Reicht das jetzt? Oh, ganz knapp nicht. Naja, vorbereiten. Oh, hat doch gereicht. Schnieke. Schildschlag. Kriegen wir den jetzt... Oh, nee, wir kriegen den nicht geschoben. Doch, kriegen wir geschoben. Pass mal auf. Und mit dem Faustschlag... Auf wen haut der denn drauf? Auf uns hier. Oh, das ist okay. Vorsichtshalber gehen wir aber bei Schilde. Da dürfte er zwar nichts. Da dürfte er zwar nichts. Hm? Da hätte zwar nichts passieren dürfen. Aber sicher, sicher. Oh! Wer hat denn hier noch Saft? Du hast Saft. Ja, dann schwerte ihn mal um. Mit Saft habe ich Schilde gemeint. Nice. Ja, das ist genau deine Schuld. Oh, laber nicht. So. Truhe. Was hast du für uns? Multi-Angriffe. Oh. Haben wir nicht wirklich was, ne? Oh. Ah. Ich wollte gerade sagen, oh, schwere Angriffe, das ist voll geil für unseren Marksman. Allerdings ist dann das hier völlig für den Arsch. Die 10 Sekunden. Aua! Extra Verlangsamung. Mensch, Charlie. Hörst du auf, hier mich einzuklemmen? Mensch, du kleiner Schniefel, du! Ah. Okay. Wieder zum Ernst der Sache hier. Ja. Ach ja. Was mit den Multi-Angriffen? Wie er hier meine Hand einfach so mit seiner Schnauze auf seinen Kopf stupst. So richtig penetrant. Sehr schön. Okay, süß. Wir verstauen das Ding einfach. So.
Dann geht's hier nicht weiter. Wir gehen aber auch nicht hier lang. Wie gesagt, wir gehen eine Runde nach unten, weil das sonst auch da unten gesperrt wird. Und zwar gehen wir hier lang. Ist das ein Normalo? Tatsache. Nehmen wir trotzdem nicht mit rein. Haben wir schon eine halbe Stunde. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut.